einen wunderschönen guten Morgen und ich bin natürlich immer noch in Dänemark. Heute bin ich in Vejle unterwegs. Hier vor mir liegt schon der Vejle Fjord und Startpunkt nennt sich hier Strand Albuen, glaube ich. Das ist sozusagen an der Nordseite, würde ich mal sagen, von dem Fjord. Und ja, ich habe diesen Parkplatz hier gefunden. Da steht zwar dran, nur für Personenwagen. Da vorne, das kann ich euch gleich vom Wasser aus zeigen, ist noch ein Parkplatz. Aber der ist noch blöder geschnitten. Da sind hinten so Poller, da kann man also nicht parken. Vielleicht gibt es hier natürlich noch andere Möglichkeiten, aber ich kenne mich natürlich auch nicht so aus. Deswegen habe ich mich für diesen Parkplatz entschieden. Den zeige ich euch gleich nochmal von einer anderen Perspektive. Der ist also auch nicht so klein. Der, denke ich mal, ist okay. Ja. Und der Startpunkt sozusagen im Wasser ist eine kleine Brücke. Das seht ihr dann gleich. Ich packe euch vorne drauf und dann seht ihr auch, wie weit ich tragen muss. Weil ein kleines Stückchen muss ich natürlich tragen. Also, auf geht's. So, Kajak habe ich natürlich schon runtergepackt. Vorhin war gar kein Auto da, jetzt sind zwei schon da. Also ihr seht, ist ein bisschen Platz. Hier hinter ist noch so eine Wiese. Da hinten ist auch eine Stelle, da könnte man noch ans Wasser rankommen. Aber ich latsche jetzt gleich hier durch, weil da kommt gleich die Brücke. Also ich schnapp mir die Möhre, ihr seht es und dann geht's weiter. Oh, meine Güte. Das ist immer das Schönste. So, jetzt aufpassen, dass ich nicht mit dem Hintern hier alles kaputt haue. So, also. Ich drehe euch um und dann geht's los. Auf geht's! So, schlimmste geschafft. Möhre ist geparkt. Der Vejle Fjord geht ewig weiter raus, ist ziemlich lang. Und ich paddel hier rein Richtung Vejle. Schauen wir das mal an. Und hier seht ihr nochmal den Steg. Da hinten ist das Kajakmobil, das Dach sieht man. Ja, beim Wetter habe ich richtig Schwein. Gestern bin ich klitschnass geworden. Das war die Geschichte da in Odense. Die Weste ist so einigermaßen trocken, trocken geworden. Und wir hatten heute Morgen 8 Grad. Also die Heizung musste angeworfen werden. Und man kann aber sagen, das Wasser ist noch warm. Und demnächst geht es dann bald wieder mit Trocki los, würde ich sagen. Ne? Also noch geht's, aber wenn die Nächte natürlich immer so kalt bleiben, wisst ihr ja, dann wird das Wasser auch irgendwann kalt. So, aber ich schmeiß erstmal die Möhre ins Wasser und dann geht's weiter. So. So, das haben wir. Ich steige jetzt von hier oben ein. Man könnte natürlich auch da vorne, ist es flacher, man könnte da auch ins Wasser steigen oder eben an der Seite. Da sind Poller, da könnte man das Boot auch gegendrücken, weil die ja relativ lang sind, die Seekajaks. Also wer nicht so hoch einsteigen mag, das geht hier auch anders. Ups, seid ihr weg. Die Frage mit dem Aussteigen, aber man könnte, wie gesagt, das auch vom Wasser aus machen. Da vorne ist es ganz flach und auch gut zu gehen, denke ich mal. Oh, der Wind ist ja doch relativ dolle hier auf dem Wasser. Der Wind. So, dann drehen wir uns mal. Dann schauen wir uns mal Vejle an, ne? Wenn wir schon mal hier sind. So, da muss ich doch mal einen Skeck draus machen. Boah, richtig windig. Eieiei. Aber das Gute ist, jetzt erstmal Gegenwind. Und nachher habe ich dann den Wind auf meiner Seite. So, auf jeden Fall schon mal eine richtig schöne Aussicht. Herrlich. Ja, und das hier vorne ist, das ist das, was ich euch erzählt hatte. Da könnte man auch parken, allerdings wirklich nur mit dem Pkw, weil direkt hinter den Pkw ist es vielleicht noch so 2-3 Meter Platz und dann kommen so Poller und da komme ich mit meiner langen Kiste schlecht parken. Und da ist dann eben so ein kleiner gemütlicher Stand mit Sitzmöglichkeiten, Kiosk, also kann man noch essen, trinken und da kann man sogar überdacht sitzen, ist auch so ein Spielding. Hier oben läuft auch die Bahnstrecke lang, also Vejle hat auch einen schönen Bahnhof. Und ja, der Fjord ist glaube ich 30 Kilometer lang, also Vejle Fjord.
Und der ist hier vorne in dem vorderen Bereich so bis 5 Meter tief und nachher wird er dann so, ja, 10 bis 15 Meter tief. Ne? Ist, finde ich jetzt, ja, ich mag es ja lieber mit ein bisschen Inseln und so, ist alles wunderschön. Aber jetzt fürs Kajakfahren würde ich mir, glaube ich, wenn ich jetzt weiter rausfahren würden wollte, einen aussuchen, wo vielleicht noch ein paar Inseln sind oder so. Ne? Ja, und deswegen habe ich mir gedacht, paddel ich jetzt einmal in die Stadt, guck mir das an. Und dann schauen wir mal, ne? Also, auf geht's. So. Dann geht's vorwärts. Und da oben bin ich natürlich vorhin auch lang gefahren. Hat man eine wunderschöne Aussicht, also es macht Spaß. Und jetzt fahren wir unter der Weilefjordbrun durch, also die Weilebrücke, die große. Und die steht sozusagen auf 16 von diesen Stahlbetonpfeilern, ist glaube ich knapp 1,8 Kilometer lang. Die lichte Höhe sind 40 Meter und die lichte Breite hier, das sind so 100 Meter. Ja, das Ding war nicht billig. Ich glaube, ich habe gegoogelt, das waren so 565 Millionen dänische Kronen. Und die haben von, ich glaube, August oder so 75 bis, ja genau, weiß ich nicht mehr, bis 1980 oder so gebaut. Also etwas über vier Jahre. Ne? Ja, imposantes Stück. Und die haben das auch 30 Meter breit gemacht, so dass sie noch Platz haben für Spuren. Also ich glaube, man kann das auf 6 Spuren noch, wenn man will, verbreitern. Ich weiß jetzt nicht, ob sie es schon verbreitert haben. Auf jeden Fall ist da genug Platz und wenig Stau. Also ich habe es jedenfalls noch nicht erlebt. Ne? Die haben jedenfalls schon mal nachgedacht und schon mal ein bisschen größer gebaut als eigentlich notwendig. Ne? Wenn man überlegt, dass es 75 schon geplant war. Ja, cooles Ding. Sowohl von oben, so auch von unten. Ne? Und man sieht hier auch schön, wenn man jetzt mal so guckt, ich bin ja schon ein bisschen weiter weg vom Land und hier sieht man auch, dass der relativ flach abgeht. Ne? Also hier ist ja echt, wenn ich mal ein Paddel reinstecke, ne? Ist nicht besonders tief. Also theoretisch könnt ihr hier gerne mal umkippen, dann könnt ihr locker wieder einsteigen. Jedenfalls in dem Bereich, wo ich jetzt schon gefahren bin. Ich weiß nicht, wie das da hinten ist, aber ich könnte mir vorstellen, na gut, da hinten ist ja noch der Hafen, da wird es natürlich ein bisschen tiefer, aber hier so an der Kante, alles gut. So, aber nicht so viel quatschen, weiterfahren. Aha. So, fahren wir da mal unter durch. Ist auch gar nicht so laut, wie ich dachte. Also hält sich in Grenzen. Da wird dann ja ganz duselig, wenn man hier nach oben guckt. Eieieiei. Herrlich. Und ich hoffe, es hält noch ein bisschen das Wetter, weil so ist echt Bombe. Ist zwar ein bisschen windig und ein bisschen frisch. Ich hätte mir vielleicht doch was Wärmeres anziehen sollen. Aber da hinten kommen böse Wolken, deswegen könnte es sein, dass ich vielleicht doch nachher noch mal nass werde. Aber gut, allzu lange wird die Tour hoffentlich nicht dauern. Was heißt hoffentlich jedenfalls, damit ich nicht nass werde. Ihr wisst, was ich meine. Ja, von hier eine super Aussicht, auch gegen die Sonne. Aber das lasse ich mal mit filmen, weil dann wird das immer so dunkel. Ich bin übrigens hier gewesen, ich war in Weile in Hedenstedt, da ist auch Design Kajaks, da wollte ich auch mal vorbeischauen. Hat allerdings nicht geklappt, weil ich auf der Suche bin nach einem etwas schlankeren Kajak, wo ich ein bisschen besser fester drin sitze. Und die haben auch Seekajaks, also da werde ich nochmal eine E-Mail hinschreiben. Mal gucken, vielleicht kann ich die auch mal besuchen und mal schauen, wie das da ist. Ansonsten hatte ich mir ja noch ein Valley überlegt, da hatte ich auch mal diesen, wie heißt denn der denn? Kajak for You oder so, hat die auch mal gefragt. Also da könnte man die kaufen. Das ist aber auch wieder ewig weit weg. Deswegen, ich muss mal gucken. Und dann ist ja auch mal die Frage wegen Kohle. Ne? Kostet ja immer alles einen Haufen Geld.
deswegen ist Design-Kajaks da vielleicht ganz interessant, weil die haben mit Abstand, glaube ich, den günstigsten Preis. Aber ich habe keine Ahnung, wie die Kajaks so sind. Ne? Ja, habt ihr wahrscheinlich auch schon mal von gehört. Ne? Das nur mal so dazu. Da war ich heute Morgen schon. Dann habe ich gedacht, naja, wenn ich schon mal hier bin, dann paddel ich natürlich auch mal den Weilefjord hier. Wenigstens mal die Stadt. Ne? Das sieht ja ganz cool aus. Auch das Gebäude davon, das zeige ich euch mal ein bisschen dichter. Das sieht richtig cool aus. So, aber dann müssen wir hier erstmal einmal um die Ecke. Schauen wir mal. Scheint auf der rechten Seite ist auch noch so ein kleiner Strand. Ich kann mich jetzt schlecht in die Hand nehmen. So, wir fahren erstmal hier rüber. Boah, sieht impulsant aus, das Ding da vorne, ne? Aber wie gesagt, da war ich noch ein Stück dichter dran. Sieht doch cool aus, oder? Das nennt sich, glaube ich, Bölje oder Böljen. Und zwar ist das übersetzt Wellen, wie man erkennt. Ne? Das sieht mal richtig cool aus live. Also tolle Architektur hier und so. Da hinten ist auch noch so ein rundes Ding, da habe ich gar nicht nachgeguckt, was das ist. Das sieht auch irgendwie urig aus. Also das Ding da ist natürlich wahrscheinlich für euch jetzt zu weit weg. Aber vielleicht komme ich da ja noch irgendwie vorbei. Weil ich habe gesehen, hier geht auch noch ein Weile River. Habe ich mich auch noch nicht schlau gemacht. Ich habe auch kein Fahrrad mit, sonst hätte ich da noch mal paddeln können. Also Weile River könnte man auch mal paddeln. Das kommt hier sozusagen wahrscheinlich die Mündung, wo das Ding da losgeht. Keine Ahnung, da müsste ich mich selbst schlau machen. Und Weile selber hat, glaube ich, so um die 60.000 Einwohner. Ist, ja, also jetzt nicht besonders groß, aber auch nicht besonders klein. Viel Kultur, hier gibt es das Ökolariat, glaube ich, da war ich früher auch schon mal drin, so mit Öko und hast du nicht gesehen, da kannst du sogar Insekten essen und so, wer das mag. Da gibt es natürlich Kultur, Kunst, also alles mögliche, hat auch eine schöne Innenstadt und ab und zu gibt es hier auch Konzerte, Rasmus Seebach und so war ja auch schon, den finde ich ja cool. Ja, ansonsten Weile, was fällt mir sonst noch so ein zu Weile? Nö, schönes Städtchen am Wasser. So, jetzt versuche ich mal hier lang zu paddeln und guck mal, ob ich hier noch irgendwo so rein paddeln kann. Weil ich habe gesehen, auf der Karte irgendwo geht es hier rein. Also, gucken. Ich habe jetzt mal versucht, ich bin jetzt mal ganz rangefahren. Hier kann man zwar schön aussteigen. Also, so sieht das hier aus. Ne? Könnte man schön raussteigen. Direkt bei diesen Wellen sozusagen. Und ich dachte, hier hinter diesem Gebäude kann ich irgendwie hinterdurch. Aber das geht nicht. Ich kann euch das gleich nochmal zeigen. Ich glaube, ich muss da nochmal ganz außen rum und andersrum paddeln. Ne? Hier vorne sitzen noch ein paar Damen, die wollen aber nicht gefilmt werden, deswegen muss ich dahinter noch mal dann einschalten, dann seht ihr das gleich. Ne? Also, bis gleich. So, hier ist alles wunderschön mit Holz gemacht, kannst du richtig schön sitzen und so. Und ich dachte eben, man kann hier hinter irgendwie durch, aber das geht nicht. So ein Ärgernis, weil irgendwo muss natürlich hier dieser Weile River, der muss ja da irgendwo reingehen. Ne? Natürlich hier aussteigen und gucken, aber nö, wir paddeln erstmal rum. Ja. So. Aber es ist ja schön für die Leute hier in Weile, die können hier echt schön am Wasser sitzen, das genießen. Richtig gut gemacht. Gefällt mir. So, was ist das hier? Sieht aus wie so ein Fitnessstudio. Sind überall Fitnessgeräte. Eine kleine Küche. Vielleicht ist es auch ein Kajak-Club oder sowas. Ja, naja, wir paddeln mal weiter und gucken mal, ob ich da irgendwo reinkomme. Ja, da hinten ist auch irgendwie ein Segelclub oder so. Aber du kommst hier wirklich nicht durch, nirgends. Ist alles zugeballert. Also paddeln wir nochmal rum. Herum, herum, runter, drüber, durch. Ah. So, dann haben wir es ja gleich geschafft. Gleich bin ich ja einmal rum.
ne, an der dicken, fetten Mauer hier. Ne, einen lieben Gruß an Ferrum, falls du das siehst. Die hier haben auch eine Berliner Mauer. Ne? Allerdings ist die aus Holz und sieht nicht ganz so komisch aus wie eure. Ja, ne? Also, aber auch noch hier erweitert mit, ich weiß nicht, ob man das sieht, oben sind ganz feine Drähte überall, dass die Vögel wahrscheinlich da nicht alles vollkacken sollen. Also da kann sich kein Vogel hinsetzen. Ich hoffe, man sieht das. Das sind ganz feine Drähte überall. Also nicht sehr vogelfreundlich hier. Ja, so. Ja, so, jetzt falle ich erstmal einmal rum, ne? Würde ich sagen. So, hier geht's rum. So, tüt, tüt, mach die vom Acker. Ja, hier sieht es jetzt so aus. Ach ja, guck mal, dann sehen wir auch mal dieses runde Teil hier. Das sieht ja dann doch nochmal anders aus. Also linke Seite, nein, nehme ich mal in die Hand. Linke Seite ein bisschen Industrie, sieht ja auch immer cool aus. Das scheint das große Hafenbecken zu sein und ich tippe mal, dass das der Weile River ist. Ne? Und hier ist halt die Einfahrt zu diesem relativ großen Yachthafen. So, aber dann tuckeln wir mal ein bisschen dichter an das runde Ding da, weil das sieht ja auch richtig cool aus. Haha. Na, das sieht doch mal interessant aus, oder? Cool, cool. Ist sogar irgendwie mit Büromöbeln oder so. Dicke Hochhäuser und ich würde mal sagen, hier darf ich dann nicht durch. Da muss ich dann wahrscheinlich wieder außen rum. Ne, dann machen wir das mal. Gucken mal, wie das so aussieht. Ja, imposant jedenfalls das Ding. So. Dann paddeln wir mal hier rum. Die ganzen Pollern vorbei. Kirchkapital. Ja. Kirchkapital. Was ist das denn? Keine Ahnung. Sitzt ein Komoran. Aber wie ich die Jungs kenne, die hauen ja immer ab. Ne? Immer. Ja, siehst du. Ja, das große Hafenbecken ist dann direkt voraus sozusagen. Da vorne ist noch so ein großer Katamaran und ein anderes Boot. Ansonsten ist da nicht so viel los. Und hier auf der rechten Seite habe ich schon gesehen, da ist eine kleine Brücke. Haha! Da komme ich dann bestimmt. Obwohl, da liegt irgendwas unten vor, ne? Oder? Na, mal gucken, vielleicht komme ich da in den Weile River. Ansonsten muss ich mal nochmal auf der Karte gucken. Kann aber nicht wahr sein, irgendwie muss man da ja wohl hinkommen. Das Ding meine ich, da liegt ja irgendwas dazwischen. Ne? Das ist ja voll bescheuert. Da muss ich ja doch gleich mal auf der Karte gucken. Gut, man könnte sich da an der Seite vorbeiquetschen. Aber ich fahre hier mal kurz ran. Und dann gucken wir mal. Halten! Ah, jetzt habe ich es. Also ich bin eigentlich falsch. Ja. Nee, das ist wirklich hier nur so ein kleines Vierkant sozusagen, was im Wasser ist. Und sozusagen noch links von dem Hafenbecken, da kommt der Fluss raus sozusagen. Also links von diesem Industrieklotz da vorne. Da war ich ja völlig falsch. Eieieiei. Also, mein Fehler natürlich. Gut, dann muss ich hier nochmal einmal rum. Und dann würde ich da nämlich mal aussteigen, weil ich glaube, da kommt man so ein bisschen in die Stadt. War so mein Plan. Und dann gucken wir uns das da mal an. Ne? Aber hier ist auch schon cool. Könnte man auch aussteigen. Aber wenn hier keine Stadt ist, machen wir das auch nicht. Also, weiter geht's. So, dann legen wir hier mal wieder ab. Und fahren hier mal wieder vorsichtig raus. Hen. Haben wir das ja auch mal gesehen, ne? So, dann geht es hier mal auf die Industrieseite. Ist ja auch immer spannend, finde ich, so mit den ganzen Kränen und
großen Schiffe. Hat schon was. Achso, zum Weilefjord nochmal. Der fängt natürlich auch, also der ist so zwischen 2 und 5 Kilometer immer breit. Sieht man natürlich auch in der Brücke, die war ja ungefähr 1,8 Kilometer lang. Und der ist also relativ breit, so mit Seite hin und her ist er nicht. Da muss man dann wahrscheinlich eher Seite für Seite machen. Ne? So, aber ich paddel jetzt erstmal weiter. Auf geht's. Jetzt bin ich hier fast rum sozusagen, aber ich sehe gerade, habe ich euch auch noch nicht erzählt, wo ich hier ganzen Autos hier sehe. Also die Brücke, ich habe das ja gelesen, ich glaube 60.000 Autos jeden Tag, ungefähr. Dann habe ich noch im Radio gehört, das war auch ganz interessant, wie ich hierher gefahren bin, in Fredericia, das ist auch nicht weit von hier, auch eine alte Garnisonstadt, ist auch eine tolle Gegend. Mal sehen, wenn ich das noch schaffe, könnte ich da ja auch noch mal paddeln. Da ist gerade ein Delfin und den nennen die Skywalker. Und der soll auch schon irgendwie Marswine getötet haben. Also mindestens ein Marswin haben sie jetzt bestätigt sozusagen, hat er getötet. Also ein Schweinswal. Ist ja eher, glaube ich, unüblich für Delfine. Und dann hatten sie einen so einen Segler gefragt. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat der richtig sein Boot ein bisschen angegangen. Und das Boot gedreht und jetzt ist der Segelclub da in Fredericia, der hat jetzt sein Trainingsgebiet ein bisschen woanders hin verlagert, weil sie nicht genau wussten, was mit dem ist. Also normalerweise sind die friedlich, braucht man auch keine Angst vor haben. Ne? Ist also jetzt ein Einzelfall, dass der relativ nah an die Menschen rangeht und sogar die Boote so ein bisschen hin und her geschoben hat. Also das ist das, was ich verstanden habe im Radio. Ja krass, also es wäre ja schon mal ein Grund dahin zu fahren. Ne? Delfine schocken ja eigentlich auch. Ne? So, aber ich werde abgetrieben, ich muss jetzt da hinten mal um die Ecke. Also damit ihr es auch seht, da hinten muss ich jetzt glaube ich hin. So, Kurs auf Weile River. Haha, auf geht's. So, hier geht's um die Ecke. Bin ich mal gespannt, wie das hier aussieht. Und, wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ja. Häuser oder so noch gar nicht zu sehen. Da scheint irgendwie was umgekippt zu sein. Das könnte ja so ein Fischzuchtgestell sein, aber das können wir uns noch mal anschauen, was das ist. Okay, nein, es ist ein Segelboot. Ich dachte, das wäre so ein umgekipptes Fischzuchtding. Nee, hier liegt ein Segelboot auf Grund. Ja, nicht so schön und sieht auch schon so aus, als ob das ein bisschen länger hier liegt. Naja. Okay, wir fahren weiter. Some things are not the same as they were a year ago. But all be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays. So, also ich hätte nicht gedacht, dass das noch so weit hier reingeht. Ich dachte, ich bin sofort gleich in der Stadt. Aber wie ihr seht, das ist nicht der Fall. Und man muss ja auch ein bisschen was tun. Es strömt. Ich muss natürlich gegen die Strömung. Aber da hinten kommen jetzt ein paar Häuser. Ich denke mal, ich werde das ja wohl demnächst geschafft haben. Eieieiei. Nur mal eben kurz hier hoch. Von wegen. Es zieht sich. Es zieht sich. Aber schön. So, ich drehe mich mal um. Schön aus, ne? Und dieses Grünzeug so leicht sich im Wasser bewegt. Schön, schön. Na gut, nach rechts darf man nicht gucken, da ist so eine Betonmauer. Also immer schön geradeaus.
immer nach City aus hier so ein bisschen. Aber man darf auch nicht lange nichts tun, weil dann wirst du zurückgetrieben. Das seht ihr ja, ne? Ganz schön, ganz schöne Strömung. So, gucke ich jetzt mal hier vorne, wo ich bin. Jo, das hier heißt hier Demning irgendwie, die Straße. Jo, hier werden auch Cafés und so. Und ich habe gerade hier gesehen, hier gibt es sogar einen. Da bin ich aber schon vorbei. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das heißt, wie heißt denn das? Wo war denn das jetzt? Da. Kajakzentrum. Kajakzentrum. Das muss da vor der ersten Brücke gewesen sein. Na gut, vielleicht konnte man das vom Wasser aus nicht sehen. Also hier gibt es auch einen Kajakladen. Ja, ich glaube, ich paddle jetzt noch ein ganz kleines Stück hier mal vorwärts. Mal gucken, vielleicht kann man hier noch irgendwo schön ein- und aussteigen. Vielleicht gönne ich mir noch einen Kaffee. Mal sehen. Noch ein kleines Stückchen weiter. Und wenn da nichts Schönes ist, dann drehe ich wieder um. Ne? Das sieht ja schon mal cool aus. Also, wir fahren noch ein Stückchen weiter. Auf geht's. Ja, wer Brücken nicht leiden kann, für den ist das nichts hier. Gefühlt sind hier ja nur Brücken. Wahnsinn. Hier ist natürlich auch so eine schöne Treppe, wie ihr seht, aber das ist zum Aussteigen nicht so schön gemacht. Das ist viel zu hoch. Boah, aber ein schönes Café wäre hier. Sieht doch ganz gut aus. Auf der anderen Seite, da, ach guck mal, hier vorne, da könnte man auch aussteigen. Das sieht doch ganz gut aus. Aber hier musst du auch schon ein bisschen was tun, damit du überhaupt vorwärts kommst. Ach, hier kannst du überall aussteigen. Problem ist nur hier, na gut, da unten sind Schlaufen, da könnte man es festmachen. Also kann ich mir das überlegen. Da ist sogar ein Einkaufszentrum. Wäre vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich brauche noch etwas Deo. Ne? Weil mit Duschen habe ich es ja im Moment nicht so. Ja, vielleicht steige ich hier mal schnell aus. Ne, da hinten, da könnte man auch schön aussteigen, aber das wäre ja dann die falsche Seite. Ich versuche mein Glück hier mal. Skick raus, der Quatsch rein. Du kommst hier gar nicht ganz ran, hier ist flach, aber es ist relativ hart. Also nicht, dass ich hier im Schlamm versinke, deswegen, ich werde hier mal rausspringen. Naja, so ganz optimal ist es nicht. Was soll's. Und ich glaube, ich werde das Kajak gar nicht festbinden. Ich hebe das einfach hier drauf. So, Kajak ist geparkt. Wertsachen habe ich mit. Und dann gucken wir mal. Da hinten ist wohl die Fußgängerzone. IKEA ist hier auch. Quickly. Quickly ist, glaube ich, so ein sowas wie Familia, würde ich mal sagen. Ja, so sieht das von oben aus. Da bin ich gekommen. Und da drüben könnte man noch weiter paddeln. Aber wie gesagt, ich kenne mich mit diesem Fluss nicht aus. Da muss ich mich noch mal schlau machen. Und jo, Fußgängerzone sieht ja so ganz interessant aus. Ein kurzer Blick auf die Fußgängerzone. Und ich gucke jetzt mal, dass ich etwas Deo kriege und vielleicht noch ein Käppchen. So, das ist nicht richtig. Aha. Hier könnte ich ein bisschen Aftershave oder sowas finden. Was ist das denn hier? Ja, irgendwie nicht so das, was ich
gerne hätte. Und auch nicht viel Auswahl. Aber ich glaube, die haben ja auch so extra Drogerien Marthas oder so heißen die. Wahrscheinlich kriegt man das denn nur da. Nee, das gefällt mir nicht. Da muss ich nochmal weiter gucken. Oder ich frage mal jemanden. So, ich mache mich zur Kasse, obwohl ich ja nichts habe. Ja, Aftershave kaufe ich dann woanders. Jetzt gucke ich nochmal, ob ich einen Kaffee kriege. Ne? Oder etwas anderes Leckeres. So, da geht's raus. Okay, das könnte noch was sein. Hier gehe ich nochmal rein und gucke mal, ob es hier noch was gibt. Siehst du, die haben was. Es ist nur die Frage, was. So, und der ist es jetzt. Bin ich ja mal gespannt. Also, ich habe mir ein paar Pommes besorgt da drüben. Die werde ich mir jetzt genüsslich einpfeifen. Wasser und so habe ich natürlich mit. Ja, die Pika brauche ich eigentlich gar nicht. Oh ja, heiß. Ja, und die, ihr habt ja so ein bisschen wahrscheinlich schon gesehen, das ist sogar relativ groß hier, da ist alles mögliche drin. Hätte man auch schön essen können und so. Hatte ich jetzt aber keinen Bock auf, weil die Leute gucken mich so schon komisch an. Ich laufe hier mit meiner Schwimmweste durch die Gegend und mit diesen Gummischuhen. Ja, und hier ist auch gleich das Kino. Heißt übrigens in Dänemark Biografen. Also wenn ihr das mal lest, das ist das Kino. Ne? Erwachsenenfilme meistens mit Englisch, also mit dänischen Untertiteln auf Englisch. Und nur die Kinderfilme sind dann auf Dänisch. Ja. Ich werde jetzt noch ein bisschen futtern. Und dann geht es nachher so langsam mal wieder zurück. Weil es ist einfach schon gerade im Schatten und so, wenn der Wind weht, im T-Shirt echt kalt. Also wenn man sich bewegt und die Schwimmweste zu ist, dann geht's. Aber ansonsten ist es echt kalt. Boah, ich habe überhaupt keine Lust mehr auf. Oder was nicht mehr. Keine Lust auf einen scheiß Herbst. So. Ein bisschen was Warmes noch. Und dann sehen wir uns gleich im Boot. Ne? Also, bis gleich. Fertig mit Essen. Ich werde jetzt mal das Boot wieder zu Wasser lassen, sozusagen. Ein bisschen eklig, muss ich sagen, wie das da ist. Oh, ich glaube, hier ist besser. Jetzt habe ich ja total dreckig die Füße, glaube ich. Ne? So, meinen wunderschönen Einstieg habt ihr jetzt verpasst, weil eben war der Saft alle. Hat aber erst noch 20% angezeigt, jetzt ist der Saft alle. Naja, egal. So, es ist vollbracht und ich drehe jetzt um. Durch die Grütze. Der Rückweg macht bestimmt richtig Spaß. So, weil ich natürlich nicht viel tun muss. So. Attacke, Skeck raus. Dann fahren wir mal raketenmäßig wieder zurück. Juhu! Ja, so lasse ich mir das natürlich gefallen. Haha. Ich würde sagen, ich zeige euch noch ein paar kleine Bilderchen. Und dann sehen wir uns sozusagen am Ende des Weile Rivers, muss man ja so sagen. So heißt das Ding ja nun mal. Und dann würde ich sagen, bis gleich. Eigentlich habt ihr es ja schon gesehen. Also, kurz abschalten. So, guck mal das. Eine Riesenfahne, Kajakzentrum Weile, und ich habe es nicht gesehen. Also hier kann man anscheinend auch
50 Kajaks anschauen oder so. Dann kann ich hier doch noch mal kurz ranfahren und mir das anschauen, was? Also, das muss ich natürlich machen. Ha. Ja, dann geht das hier anscheinend raus. Boah, so was ich sitze hier, mein lieber Schieber. Nur Gegrütze. So, also das ist wirklich Riesengrütze. Ich zeige euch das mal. Da müsst ihr durch. So, dann steigen wir mal kurz aus, aber wir müssen uns das wenigstens mal angeguckt haben. Ne? So, Möhre ist geparkt. Dann geht es hier hoch. Hätte ich auch schön Pause machen können. Und dann gucken wir mal, wo das hier ist. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil hier ist jetzt kein Geschäft. Vielleicht ist das noch auf der anderen Seite. Ich gucke mal. Ah, okay. Also ihr müsst einmal rum und dann ist hier das Kajakzentrum. Boah, ist auch kein richtiger Laden so. Also ist schon ein richtiger Laden, aber nicht so, wie man es kennt eben. Ne? Oha, und einige da. Aber alles so schnelle Dinger. So, das war mal wieder sehr spannend. Und ich habe mit dem mal geschnackt, also vielleicht mache ich mit dem auch noch mal einen Termin oder frage ihn nochmal, ob er Lust hat. Dann kann man sich das Geschäft mal in Ruhe angucken. Das würde heute erstens mal zu viel werden und außerdem braucht er ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Zeit, weil er muss nachher irgendwie noch zum Kunden, hat er gesagt. Aber spannend sind spannende Kajaks natürlich nicht sowas, was ich sag mal für jedermann geeignet ist, aber coole Dinge. So, aber jetzt geht es erstmal weiter. So, die Möhre ist noch da. Rums die Bums, da sitzt er. So. Dann wollen wir mal wieder raus. Auf den Kraut. So, dann geht es hier weiter runter und allzu weit ist es ja auch nicht mehr. Was mir noch eingefallen ist, ich hatte ihn noch mal gefragt, weil ich ja nicht wusste, was dieses runde, schöne Gebäude, wie das heißt oder was das ist. Und er hat erzählt, das gehört irgendwie, es gibt wohl zwei große Eigner von diesem Lego, ne? Und einem davon gehört das, da haben die irgendwie investiert und ganz oben ist wohl irgendwie so ein Michelin-Sterne-Restaurant, also ein bisschen was Besseres. Ne? Und das Gebäude davor, das ist ein großer Kajak-Club, wo ich sagte, dass da Fitnessgeräte drin sind. Und das ist, glaube ich, auch, was er so erzählt hat, das teuerste Gebäude irgendwie. Ich glaube, das hat 13 Millionen, das war ganz wild irgendwie. Hat natürlich die Kommune bezahlt, aber das ist vorher auch untergegangen, jetzt schwimmt es wieder. Also es war relativ teuer, das Ding. So, aber wir fahren jetzt erstmal wieder zurück. Überall Äpfel hier. Ich weiß gar nicht, was sie hier gemacht haben. Guckt euch das mal an. Könnt ihr das erkennen? Hier, ja. Alles voller Äpfel. Da hat jemand Frau Holle gespielt sozusagen mit Äpfeln. Alles voll hier. Things are not the same as they were a year ago. We'll all be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. So, ich bin wieder am Startpunkt angekommen sozusagen und es ist dann langsam Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Ja, das ganze Geschleppe und so, das müsst ihr euch ja nicht mit anschauen. Und wie man sieht, ist, das zeige ich euch noch mal ganz kurz, bevor ich Tschüss sage. Ich hoffe, ihr könnt euch daran erinnern. Das war ja alles unter Wasser und wie ihr seht, da ist jetzt gar kein Wasser mehr. Also, ich glaube, jetzt steige ich hier einfach so dann aus, weil der Wind kommt jetzt sozusagen, es ist Ostwind und treibt hier
das Ganze raus. Das Wetter ist nämlich jetzt nicht mehr so schön. Es ist echt auch schon kalt. Also bah, kein T-Shirt-Wetter mehr. So, aber ich sage trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war Weile Fjord, ein bisschen jedenfalls mit Stadt. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Ja, mal sehen, wo ich lande. Also, macht's gut. Tschüss.